Freunde des Feminismus! Wie ich bereits in den Cake News darüber berichtet habe, ist es leider wahr. Der TikTok-Kanal Mitreden hat tatsächlich aufgehört, Videos zu machen. In insgesamt 139 TikToks haben wir gemeinsam geweint, gelacht und unseren Kopf gegen die Tastatur geschlagen. In diesem Video möchte ich den Kanal einfach nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, über die Entwicklung sprechen, über die positiven und negativen Ereignisse und einfach nochmal die letzten Klicks rausquetschen. Ich habe mir jetzt sogar die Mühe gemacht, alle 139 TikToks nochmal durchzugehen und zu schauen, welche davon ich gut und welche ich schlecht fand, um euch das in so einer kleinen Statistik einfach mal zusammenzufassen. An dieser Stelle sei gesagt, das ist natürlich nur meine Meinung. Kann auch sein, dass etwas, was ich gut fand, ihr schlecht findet oder andersrum. Wer genauso hobbylos ist, kann das ja auch einfach mal machen und dann sein Ergebnis in die Kommentare posten. Dann können wir mal schauen, ob wir da ähnlich connected sind oder nicht. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass mich das Ergebnis wirklich verwundert hat. Von 139 TikToks sind erstmal zwei neutral. Das war so ein Ankündigungsvideo, dass es einen neuen Cast gibt und eines, wo sie halt ihr Ende angekündigt haben. Kann man halt jetzt schlecht in gut oder schlecht einordnen. Insgesamt habe ich von den 137 TikToks 83 als gut eingestuft und 54 als schlecht. Das heißt, ich fand 60,5% der TikToks sogar gut. Ich habe das Ganze dann nochmal unterteilt zwischen dem neuen und dem alten Cast. Beim alten Cast fand ich 49 gut und 42 schlecht. Als die neuen Darsteller gekommen sind, waren sogar 34 gut und nur 12 schlecht. Ich bin irgendwie, was Statistiken angeht, so ein kleiner Freak. Deswegen habe ich das jetzt sogar nochmal in die einzelnen Leute unterteilt. Maria hat für mich 25 gute TikToks gemacht und 11 schlechte, Vika 13 gute und 9 schlechte, Ashley 17 gute und 27 schlechte. Die neuen Darsteller waren dann Marlon, der hat 17 gute TikToks gemacht und 3 schlechte gedreht und Sophia hat 12 gute und 4 schlechte gemacht. Das Ganze hat mich tatsächlich so ein wenig gewundert, denn eigentlich fand ich mehr als die Hälfte der TikToks sogar positiv, obwohl der Kanal halt schon von Anfang an immer in der Kritik gestanden hat und das auch nicht geradezu knapp. Und ich denke, hierfür gibt es allen voran zwei Gründe. Der erste ist, dass sie zwar bei einigen TikToks recht haben, aber die Darstellung einfach unfassbar cringe gewesen ist. Wie hier zum Beispiel. Hey SpongeBob, wann hören wir wieder auf zu hüpfen? 30 Sekunden noch, Patrick. Der Inhalt ist gut, aber warum muss man tanzen, als wenn man am Abend drei Teile genommen hat und um 6 Uhr morgens nochmal alles geben möchte? Oder auch sowas hier. Ja, mag sein, dass sie recht hat, aber das ist halt so cringy rübergebracht, den möchte man einfach gar nicht recht geben damit. Der zweite Punkt ist, dass sie für mich zwar viele gute TikToks gedreht haben, allem voran auch Maria, allerdings hat die zum Beispiel viele Videos gedreht, wo sie einfach Flaggen oder Dinge wie den Christopher Street Day erklärt hat. Wofür steht eigentlich die Regenbogenflagge? Wofür steht eigentlich die Transflagge? Ey Maria, wofür steht eigentlich die asexuelle Flagge? Da kann man jetzt natürlich nicht so viel falsch machen, wenn man die Farbe einer Flagge erklärt. Aber eine Sache ist mir beim Durchschauen der TikToks dann doch aufgefallen. In einem TikTok sagt Maria Folgendes. Dann aber in eine nicht-binäre Person verliebt hast und du gemerkt hast, das Geschlecht ist dir eigentlich total egal. Sie sagt also, dass ihr das Geschlecht egal ist. Aber warum hast du in einem anderen TikTok später dann Folgendes gesagt? Wenn Menschen sich Lesben so gerne ansehen, heißt das, wir werden auch gesellschaftlich akzeptiert? Nope, leider nicht. Wir Lesben? Heißt das jetzt etwa, dir ist das Geschlecht doch nicht egal? Mal abgesehen davon, dass das Geschlechtershaming ist, hast du dir hier auch einfach selbst widersprochen, Girl. Du stehst also doch nur auf Frauen. Nicht-binäre Person jetzt so, ach ja, die gibt's ja gar nicht. Spaß, Spaß, okay, ist nur ein Spaß, wirklich. Ja, Real Talk, es gibt nicht-binäre Personen, ihr seid die Besten. Aber nicht nur da widersprechen sie sich. Mitreden fordert zum Beispiel eine Frauenquote in Unternehmen. Sorry, Mitreden fordert eine Frauenquote in Vorständen von DAX-Unternehmen. Was in irgendwelchen Baufirmen oder sowas passiert, das juckt die halt nicht. Gleichzeitig machen sie dann aber zum Beispiel so ein TikTok hier. Tokenism ist es, wenn eine Person nur eine Quotenfunktion erfüllt. Sprich, ich wäre zum Beispiel eine Person in meinem Unternehmen, bin schwarz, das Unternehmen kann sagen, hey, ich bin nicht rassistisch und letzten Endes bin ich nur das Aushängeschild. Aber genau das wäre ja die Frauenquote. Frauen bekommen die Position dann nicht, weil sie gut geeignet sind, sondern weil das Unternehmen sie einstellen muss. Sie haben gar keine andere Wahl. Also es macht halt überhaupt keinen Sinn, eine Frauenquote zu fordern, aber dann solche TikToks zu drehen. Das Problem liegt meiner Meinung nach auch darin, dass sie zwar teilweise in ihren TikToks wirklich gut aufgeklärt haben, oftmals aber auch komplett übers Ziel hinausgeschossen sind und echt komische Sachen rausgehauen haben. Zum Beispiel sowas. The Heterosexuelle, die eine Staffel Drag Race gucken und dann so sprechen. Yas, Queen, slay that wake, oh honey. For me. Aber mal ehrlich.
Ich finde das cringy bis problematisch, sich die Kultur einer Minderheit anzueignen, während zum Beispiel schwarze, schwule Männer genau für diese Art zu reden angegriffen werden. Das Ganze als Kultur zu bezeichnen, finde ich schon ein bisschen schwierig, denn das verstärkt meiner Meinung nach nur die Vorurteile gegen diese Gruppe, denn logischerweise spricht halt nicht jeder der LGBTQ-Community so. Dazu soll doch aber einfach jeder machen, was er möchte. Wenn das halt jemand feiert und so sprechen möchte, warum sollte er das nicht tun? Wir sind doch alles freie Menschen und ihr wollt doch auch, dass sich jeder Mensch so entfalten kann, wie er das für richtig hält. Sowas bringt meiner Meinung nach auch eher sogar Akzeptanz für die LGBTQ-Leute, denn wenn jetzt viele Leute einfach random anfangen so zu reden, dann ist es in unserer Gesellschaft normal und damit wird das auch viel eher akzeptiert. Erzählt mir von einer Situation, die euch klar gemacht hat, dass Frauen nicht gleichgestellt sind und stitcht es. Damit es nicht so schwer ist, fange ich an. Als ich noch nicht mal in der Pubertät war, hat ein alter Mann zu mir gesagt, dass Männer lieber Frauen mit richtigen Kurven mögen. Auch diesen TikTok finde ich persönlich einfach mega peinlich. Ich meine, sie behauptet jetzt einfach, dass Frauen nicht gleichgestellt sind, weil in ihrer Kindheit irgendein random alter Mann mal gesagt hat, dass echte Männer auf kurvige Frauen stehen. Ja, wow, Digga, geile Aussagekraft auf jeden Fall. Ich will hier auch nicht alle Schlechte nochmal aufdruseln, aber hier nochmal zwei TikToks, die den Vogel wirklich komplett abgeschossen haben. So kannst du Betroffene von Rassismus und Diskriminierung helfen. Sei ein Ally. Du nutzt einfach deine Privilegien, um zu helfen. Stell dir vor, du stehst mit deinen Freunden auf dem Schulhof und merkst, dein BPOC-Partner oder Freund möchte etwas sagen. Ganz ehrlich, gib ihm doch einfach deine Redezeit. Somit hast du ihm geholfen. Gib deinem BPOC-Freund deine Redezeit. Sie tut einfach so, als könnten Menschen anderer Herkünfte in Gruppen nichts sagen, weil sie nie zu Wort kommen. Also kein Plan, ich habe zufällig schwarze Freunde und ich hatte noch nie das Gefühl, dass die irgendwann mal nicht sprechen konnten, wo sie es wollten. Vor allem ist ja auch das eher rassistisch. Stell dir mal vor, du bist in einer Gruppe und du willst gerade was sagen und dann droppst du so, wartet, ich wollte eigentlich was sagen. Aber du bist ja schwarz und deswegen gebe ich dir meine Redezeit. Traue dich, öffne dich, sag irgendwas dazu. Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe anders behandeln. Vor allem beschwert sie sich ja oft auch über positiven Rassismus. Aber genau dieses Beispiel wäre ja positiver Rassismus. Denn aufgrund der Hautfarbe behandle ich ihn anders. Ich stelle ihn auf ein höheres Podest. Also was denn jetzt? Ist positiver Rassismus schlecht oder ist es doch gut? Entscheid dich doch mal. Was wohl auch wirklich allen im Kopf geblieben ist und wo ich immer noch nicht drauf klarkomme, ist folgendes Video. Auf Instagram teile ich regelmäßig Memes. Und ich mache auch selbst welche. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich habe da schon mal ein bisschen daneben gegriffen. Einmal habe ich dieses typische Drake-Meme verwendet und direkt hat mir jemand geschrieben, ey Sophia, das ist Digital Blackfacing. Ich habe mich daraufhin ein bisschen informiert und gemerkt, ey, die Person hat total recht. Sie fordert jetzt also, dass weiße Menschen keine Memes mehr mit schwarzen Personen posten, weil das ja rassistisch ist. Es stimmt, die Hautfarbe so krass zu gewichten, dass weiße Personen ab jetzt keine Memes mehr mit schwarzen posten, sondern nur noch mit weißen Menschen, ist definitiv ein sehr guter Schritt gegen Rassismus. Vor allem, ich wette mit euch, dass ihr das irgendwer ironisch geschrieben hat, weil die ja sowieso nicht so beliebt ist durch ihre TikToks und sie hat das dann einfach abgekauft und dachte sich so, ja Mann, der hat voll recht. Aber damit ihr nicht rassistisch sein müsst, habe ich euch Vorlagen von Memes nachgemacht. Ich bin ja eine weiße Person, das heißt, ihr könnt diese Vorlagen gerne benutzen. Download-Link findet ihr in der Beschreibung. Macht Memes, postet die, verlinkt mich auf Instagram, würde mich freuen. Men love to talk about how much it sucks to be put in the friend zone, but can we talk about how it feels to be a woman and realize that you didn't have an actual friend, you just had somebody looming over you, waiting for you to agree to fuck them? Auch das ist halt einfach wirklich respektlos. Ja, die Friendzone ist natürlich für beide Personen irgendwo ein Problem, zumindest wenn es irgendwann mal zur Sprache gekommen ist, aber hier werden einfach die Gefühle von Männern komplett runtergespielt. Außerdem, wenn man sich zum Beispiel in seine Kumpeline verliebt, da möchte man ja nicht nur Sex mit ihr, sondern man möchte ja mehr. Man möchte eine Beziehung, kuscheln, Zeit verbringen und alles, was halt noch so dazu gehört. Sie haben dann sogar kommentiert, dass es ja einfach blöd ist, dass man denkt, einen Freund gewonnen zu haben, obwohl der sich die ganze Zeit mehr erhofft hat. Und ja, an sich ist das natürlich auch blöd, aber der Junge kann doch nichts für seine Gefühle. Der hat sich das ja nicht ausgesucht. Die Gefühle von Männern werden hier, wie gesagt, einfach komplett runtergespielt. Das ist halt eigentlich schon Männerhass, muss man sagen. Die Sendungen sind oft total gefaked, inhaltsleer und die Teilnehmenden werden oft ziemlich bloßgestellt. Inhaltsleer? Habt ihr euch da gerade selber beschrieben? Wie ich schon gesagt habe, haben sie ja trotzdem auch sehr oft gute Themen besprochen. Leider sind selbst die in den Kommentaren nie gut angekommen, aus den genannten Gründen und TikToks, die ich euch gezeigt habe. Zum Beispiel hier. Männlichsten Sätze ever. Teil 1. Ich gehe nicht zum Arzt, ich bin nie krank. Also ich gebe hier 2 von 10 Punkten, Lukas. Ich muss dich enttäuschen, das zeugt leider gar nicht vom Bild eines starken Mannes. Weil Männer seltener zum Arzt gehen als Frauen und ungesünder leben, liegt ihre Lebenserwartung in Deutschland im Schnitt 5 Jahre unter der von Frauen. Also Männer, einfach mal zum
Arzt gehen. Ist cool. Tatsächlich ist das wirklich so. Männer gehen statistisch gesehen weniger häufig zum Arzt. Dadurch werden manchmal Krankheiten zu spät erkannt und sie sterben früher. Ist halt ein Punkt von vielen, warum das so ist. In den Kommentaren sieht man allerdings nur Kritik. Das sei Männerhass, das ist falsch und so weiter. Obwohl es halt richtig ist. Und das kann man sogar nachschauen. Da gibt es Studien zu. Hast du schon mal vom Rosa Winkel gehört? Leider kein cooles Abzeichen, sondern die Kennzeichnung von schwulen Männern in Nazi-Deutschland. Schätzungen zufolge wurden 10.000 schwule Männer wegen ihrer Homosexualität in Konzentrationslager verschleppt. Komplett richtig, was sie erklärt. In den Top-Kommentaren sind aber nur negative Dinge. Vor allem finde ich auch geil den Kommentar, ja, das war ja vor 76 Jahren, ist doch mal gut. Bro, man sollte doch trotzdem über Geschichte reden und das nicht einfach vergessen. Ist der im Unterricht genauso? Herr Müller, das Römische Reich war vor 2.000 Jahren, es reicht doch jetzt auch mal. Ja, du hast recht. Unterricht ist beendet, Leute! Obwohl teilweise alles richtig ist, was sie sagen. Durch das Standing, was sie grundsätzlich haben, auch durch diese TikToks, wo sie den Vogel komplett abgeschossen haben und die teilweise cringige Art, das Ganze vorzutragen, haben sie sich einfach komplett ins Ausgeschossen. Du möchtest mitreden einfach nicht recht geben. Gerade zum Ende hin hat sich das Ganze auch wirklich extrem gebessert. Marlon zum Beispiel hat ja auch sehr viele gute TikToks gemacht, zum Beispiel auch sowas. Hattest du schon mal eine Erektionsstörung? Falls ja, geht es dir wie 10% aller Männer. Und die Dunkelziffer dürfte noch viel höher liegen. Das kommt also gar nicht so selten vor, wie man eigentlich denkt. Denn in Filmen, Serien oder der Musik wird es oft so dargestellt, als müssten wir Männer 24/7 allzeit bereit sein und immer Bock auf Sex haben. Auch Männer haben mal keine Lust oder können einfach nicht. Und das ist okay. Da sind die Kommentare dann auch wirklich durchweg positiv gewesen. Ich persönlich muss sagen, dass ich das Ende von Mitreden sogar ziemlich schade finde, denn der Kanal hatte an sich wirklich Potenzial. Und gerade zum Ende hin sind sie wirklich viel, viel besser geworden, weil sie da wirklich mal das umgesetzt haben, was sie gefordert haben. Am Anfang haben sie mal folgenden TikTok hochgeladen. Feminismus will die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Feministisch ist es, Geschlechtererwartungen und Normen für alle Geschlechter abzubauen. Also auch für Männer. Im Endeffekt sollen also einfach alle ein bisschen mehr machen können, was sie eigentlich wollen. Eigentlich ganz geil, oder? Probleme von Männern wurden halt aber nie besprochen. Im Gegenteil, Männer wurden eigentlich immer nur runtergemacht. Zum Ende hin haben sie dann, wie ich euch ja auch vorhin gezeigt habe, auch Probleme von Männern angesprochen, was genau der richtige Schritt gewesen ist. Dadurch finde ich, dass sie aufhören, tatsächlich sehr schade. Denn wir brauchen Feminismus, es ist immer noch wichtig, über Rassismus aufzuklären und es gibt immer noch viele Probleme in unserem Land, die man ansprechen kann. Leider hat es Mitreden aber komplett verhauen. Dadurch, dass sie halt manchmal einfach eher so extrem Feminismus gepostet haben, anstatt sich auf die wichtigen Probleme zu konzentrieren. Finde ich persönlich sehr schade. Was sagt ihr? Gibt es irgendwann das Comeback von Mitreden 2? Findet ihr es gut oder schlecht? Schreibt es in die Kommentare. Bis dann, okay, thanks, bye.